Servus YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Opening auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, hat sich hier einiges verändert, und zwar der Untergrund, auf den kommen wir jetzt nämlich direkt mal zu sprechen. Und zwar habe ich eine neue Spielmatte, und an dieser Stelle geht auf jeden Fall ein großer Dank raus an Custom Playmats. Es wird aber auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video dazu kommen, weil ich bekomme die Matte nämlich nochmal und mit noch einer kleinen Veränderung. Aber wie gesagt, wir sprechen dann nochmal ausführlich darüber, wenn das Ganze angekommen ist. Und wir schauen uns die Matte jetzt nochmal kurz im Detail an. Ich schwenke nochmal kurz rüber. Und dann gehen wir auch direkt rüber zu den Openings, zu den Legendary Collection, weil ich habe mir gedacht, ich mache die Box trotzdem nochmal auf. Ist ein bisschen spät, aber ich möchte sie vollständiger halber einfach hier auf dem Kanal haben. Und zur Information, morgen wird dann wahrscheinlich auch, was heißt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wird das Opening für die Extreme Force Special Edition dann auch pünktlich hier sein. Und ich würde sagen, Video ab, also bis gleich. Kommen wir zum Opening. Das Ganze ist natürlich wie immer zur Verfügung gestellt von der Yu-Gi-Oh!-Ase. Link zum Shop ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Unbedingt vorbeischauen. Und ich würde sagen, ich lege das Ganze jetzt nochmal ein bisschen bereit. Also ich habe die Box jetzt theoretisch hier schon mal ausgepackt. So, holen wir mal raus. Na. Ich bin ja ein großer Fan dieses Produkts. Also ich bin sehr begeistert, weil ja ich als Kyber-Fan und Blue-Ace-Fan sowieso. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt diese tolle Playmat hier nochmal anschauen müssen. Ich denke, die hat jetzt jeder schon einmal gesehen, weil das Opening ja relativ spät kommt. Also würde ich sagen, widmen wir uns direkt dem Produkt. Ich werde das Ganze jetzt erstmal noch hier ein bisschen platzieren, so dass wir ein gutes Opening-Setup haben, und dann sehen wir uns gleich wieder. Also gleich geht's weiter. So, da wären wir wieder. Kommen wir direkt zunächst erstmal zu den Promokarten, würde ich sagen. Da haben wir ja schon einige ganz coole dabei. Die Frage ist, ob wir die jetzt noch im Detail durchgehen müssen. Ich denke eher nicht, weil das werdet ihr alles schon gesehen haben. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, schauen wir uns die erstmal hier nochmal an. Das ist einmal die Göttin der süßen Rache, eine neue Handtrap, ist ganz nett eigentlich. Dann haben wir einmal den königlichen Herr der Drachen, das ist eine schöne Blue-Eyes-Support-Karte, eigentlich auch gar nicht so schlecht. Muss man halt mal gucken, ob die so sehr spielstark ist oder halt nicht. Dann haben wir hier dazu noch einen Zerstörungsdrache, natürlich passend zu Kaiba, finde ich die Idee eigentlich ganz lustig, hier so einen Zerstörungsdrache nochmal rauszubringen. Dann haben wir Drachen-Auferstehungsrhapsodie. Das ist auch eine sehr gute Blue-Eyes-Support-Karte, die man bestimmt ein, zwei Mal in dem Deck spielen kann, aber öfter würde ich sie wahrscheinlich nicht spielen. Und dann haben wir hier noch zum, also als letzte Promo, einmal die Schleife der Zerstörung. So, ich würde sagen, die platzieren wir einfach mal hier hinten, die Promos, und legen uns das Ganze dann so ein bisschen raus. So, und dann fangen wir an mit Pack Nummer 1. Direkt. Da haben wir direkt hier weiter Blue-Eyes-Support, beziehungsweise einen Reprint, den blauäugigen Zwillingsausbruchdrache. Hier in Ultra-Rare, sieht eigentlich ziemlich schön aus, muss ich sagen. Dann direkt hier Kaisner-Schnitter und Winterkirschblüten, einer der, ja, vielleicht Top-Reprints mit des Sets. Ist eine sehr, sehr starke Karte immer noch. Dann haben wir hier einmal Burg der Drachenseelen. Dann einmal XY-Kanonendrache oder XYZ-Kanonendrache. Dann einmal den Seelentausch, sehr viel Nostalgie auf jeden Fall dabei. Dann haben wir hier noch die Viruskanone. Kommen wir zu den Secrets. Als erstes hier ein B-Buster-Drachling. Auch ABC hat die Reprints hier endlich mal bekommen. Legen wir uns die Secrets mal raus. Dann haben wir hier den blauäugigen ultimativen Drachen als Secret-Rare-Reprint. Auch sehr schön für Nostalgiker. Dann haben wir hier noch interdimensionaler Materientransporter. Jetzt nicht so eine wirklich starke Karte, aber vom Artwork auf jeden Fall ziemlich hübsch. Und passend zum ABC-Support haben wir auch noch einen ABC-Drachenbuster in Secret. Sieht auch sehr schön aus, wie ich finde. Und von daher ein gelungener Reprint. Und ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz nettes erstes Pack gewesen. Als Highlight würde ich mir die Cherry dann nochmal rauslegen. Rest packen wir zur Seite. Cherry platzieren wir hier. So, weiter geht's mit Pack Nummer 2. Den Müll machen wir weg. Da haben wir hier einmal einen Kaiba-Mann. Auch eine schöne Karte, dass die hier nochmal drin ist. Dann haben wir einen Deckverwüstungsvirus. Die sind hier übrigens auch alle drin, die ganzen Viruskarten. Dann haben wir hier noch einmal die Karte Schrumpfen. Das war früher eine relativ starke Karte. Heute wird sie nicht mehr so oft gespielt. Dann hier Tyrannischer Explosionsdrache, der auch schon sehr, sehr viele Reprints jetzt bekommen hat. Dann hier einmal Krieger-Eliminierung für die Fans und Sammler. Eine schöne Karte. Dann hier einmal Teuflische Kette. Einen Sirenengesang, das ist eine Karte, die finde ich gar nicht schlecht, ist eine gute Board-Option. Momentan vielleicht nicht so relevant, aber die Karte wird auf jeden Fall nochmal relevanter werden. Dann haben wir hier wunderbar einen weißen Stein der Uralten. Sieht richtig schön aus in diesem neuen Secret-Effekt vor allem. Richtig, richtig cool. Und weiter geht's mit Blue-Eyes-Support, haben wir direkt den azuräugigen silbernen Drachen, auch als Secret-Rare-Print. Gab davor bisher, glaube ich, nur einen Ultra-Rare und einen Super-Rare-Print. Sehr schön. Und dann haben wir direkt hier noch die Might
mit den blauen Augen. Eine weitere Blue-S-Karte, die nicht mehr so relevant ist, aber doch nicht zu unterschätzen sein sollte. So, weiter geht's mit dem dritten und letzten Booster-Pack. Da haben wir direkt weiteren Blue-Eye-Support mit blauäugiger weißer Drache in seinem Standard-Artwork. Sehr schön für mich als Fan sowieso. Top. Dann haben wir hier den nächsten Kartenvernichtungsvirus, passend zum Deckvernichtungsvirus eben oder Verwüstungsvirus. Und dann haben wir einen erneuten blauäugigen weißen Drachen hier aus dem LOB-Artwork, was meiner Meinung nach eines der schönsten ist. Dann haben wir einen tödlichen Virusdrachen, einen Tyrannenflügel, ein wenig, ja, also das ist nicht so ein guter Reprint, wie ich finde. Dann haben wir einen V-Tigerflieger, eine Landformen-Secret, das finde ich auch sehr cool, dass die Karte endlich mal einen Secret-Print bekommen hat. Davor war sie ja, glaube ich, ein Super Rare. Kamen und Ultimate zu erhalten, legen wir uns hier raus. Dann hier einmal Karten des Einklangs, eine weitere gute Karte für Blue Eyes, kann man als One-Off sicher gut spielen. Dann haben wir hier die Drachen-Auferstehungs-Rhapsody, auch nochmal Secret Rare. Das ist vielleicht so eine Sache, die ich an diesem Set nicht so gut finde, dass Konami tatsächlich auch die Promos nochmal Secret reingenommen hat, aber ist ja auch Geschmackssache. Und als letzte Karte haben wir hier Delinquent Duo, sehr cool, Verbrecher-Duo. Ich besitze auch ein Go-Deck und da wird die Karte definitiv reinwandern. Sehr coole Sache auf jeden Fall an dieser Stelle. Und ja, ich würde sagen, einen Recap können wir uns sparen. Ihr seht hier alles auf einen Blick. Wir haben relativ solide gezogen für Sammler, wahrscheinlich besser als für die Spieler. Aber ich bin eigentlich relativ zufrieden, da ich mir momentan wieder ein Blue-Eyes-Deck aufbaue. Ich bin gespannt, wie lange das Ganze noch dauern wird. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Opening soweit gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar dazu da und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.